So. Den nächsten Gast, den sagen wir amerikanisch an. Ladies and gentlemen, the one and only Mr. Gerald Hören Sie auf! Schauen Sie doch einmal auf die Uhr, um Gottes Willen, es reicht jetzt wirklich. Wegen mir muss ja keiner mehr boschen. Außerdem bin ich eh so halbertskrantig. Ich habe heute beim Herfahren von einem Polizisten einen Strafzettel gekriegt. Ich meine, das steht mir, wirklich, das ist, warum? Weil ich bei einer Stopptafel nicht ganz stehen geblieben bin, sondern nur so halbert stehen geblieben bin. Dann hat er mich so, das war aber nicht, deswegen habe ich nichts gezahlt, sondern ich habe mich zugewunken und dann kommt immer dieser depperte Spruch, Sie wissen, warum ich Sie aufgehalten habe. Depperter Trottel, wirklich. Ja, ich habe halt gesagt, ich schaue Sie vielleicht nicht mehr. Und das war nicht so gescheit. Aussteigen. Habe ich gesagt, bitte? Hat er gesagt, no, werden wir heute halt einmal aussteigen. Habe ich gesagt, ich steige gern aus. Wo steigen Sie aus? War auch nicht gescheit. Sind wir nach hinten gegangen. Dann hat er aber das Pannendreieck. Habe ich gesagt, ja, habe ich mit. Sagen Sie mal, warum? Haben Sie noch nie eins gesehen? Es ist halt alles so. Das darf man nicht sagen. Autoapotheke, Sie werden es wissen, die Autoapotheke muss ja noch verschweißt sein, weil ansonsten gilt ja nicht mehr. Also habe ich ihm die verschweißte Autoapotheke gesagt, machen Sie mal auf. Habe ich gesagt, na geht, dann ist es ja hin. Hat er gesagt, ich weiß. Trottel. Dann habe ich es aufgerissen, hat reingeschaut, hat gesagt, Umbo, sind die AIDS-Handschuhe. Habe ich wieder gesagt, wieso, sind sie leicht ansteckend, brauche ich es. Also das war alles, es war nicht so super gescheit. Und dann hat er mir einen Strafzettel gegeben. Aber bitte, ich muss dazu sagen, der Strafzettel hat nur genau die Strafe ausgemacht. Ich war erleichtert. Ich habe gesagt, no, gibt es gar keine Zusatzzahlungen mittlerweile. Sie auf Papier, um Gottes Willen, was kostet denn der Zettel? Aber da war er schon weg. Also das habe ich dann nicht mehr. Das wird demnächst kommen. Wenn die Preise so weiter steigen, werden wir demnächst irgendwelche Strafen kriegen, wahrscheinlich per WhatsApp. Taugt mir. Per WhatsApp. Ich habe mich lang gewehrt gegen diesen. Ja, ich bin jetzt ab bald 60, nein, modernen Schaß, mit Verlaub. Nein, aber WhatsApp, mittlerweile finde ich es praktisch. Früher habe ich gesagt, wieso, brauche ich nicht, man kann einen Brief schreiben. Aber WhatsApp ist schon Mörder, oder? WhatsApp, du kannst mit einem WhatsApp jederzeit, ich bin auch vor kurzem erst draufgekommen, du kannst schreiben am Freund, Servus, hallo, du, was ist, bleib Zeit bei 17 Uhr. Dann kann der in der Sekunde zurückschreiben, ja schon, oder willst du vielleicht lieber schon um 16 Uhr. Dann kannst du zurückschreiben, 16 Uhr geht gar nicht, da kann ich noch gar nicht. Dann kann der schreiben, dann wirst du vielleicht lieber um 18 Uhr, dann schreibst du, nein, dann wird es zu kurz, weil um 19 Uhr möchte ich daheim sein. Dann schreibt der, dann wirst du leicht und du kannst schreiben, 17 Uhr passt eh. Also das ist super. Ich meine, aber das geht nur mit WhatsApp. Stell dir vor, du schreibst das mit Brief, da kannst du im März anfangen, wenn für einen Termin im Juli. Das ist ja komplett bescheuert. Komplett, diese Handys, meistens weiß ich, wie Dinge ausgehen. Also ich habe schon bei CD, habe ich schon gesagt, das setzt sich nie durch. Ja, war Völler. Dann diese Smartphones, habe ich auch gesagt, dieser Wisch-Wisch-Scheißdreck, für was soll das sein? Das braucht man gar nicht. Ich habe vor kurzem mit meinem Sohn drüber geredet, mein Sohn ist jetzt 20 und ich habe zu ihm gesagt, wir haben ja früher gar keine Handys gehabt. Hat er gesagt, was, ich habe keine Telefone gehabt? Telefone schon, aber keine Handys. Wieso, was gibt es vielleicht noch? Habe ich gesagt, na, wir haben Vierteltelefone gehabt. Vierteltelefone, so arm war es hier, nicht einmal ein ganzes Telefon. Geht depper, da kommt. Wir haben schon ein ganzes Telefon gehabt, aber es war halt nur ein Viertelanschluss. Wir haben es uns quasi teilen müssen mit drei Nachbarn, haben die drei zusammengewohnt. Wieso? Sonst hätte sie ja nicht teilen können. Ja, lustiger. Wir haben es uns geviertelt mit drei Nachbarn, verstehst? Echt, wieso? Ja, mühsam, war so. Mehr Geld war nicht da. Das war halt nur, und dann, boah, da, wenn da einer telefoniert hat, du hast manchmal eine Stunde warten müssen, bis du endlich telefonieren hast können. Man ist daheim gesessen und hat immer gewartet auf dieses Klick. Stund. Ist uns nie passiert, aber unsere Nachbarn, ununterbrochen, permanent. Ja, ununterbrochen, der Wahnsinn. Hat er mich gefragt, wie es ausgeschaut hat, habe ich es ihm gezeigt im Internet. Hat er gesagt, mühsam, wie habt ihr denn die mitgenommen? Habe ich gesagt, gar nicht. Die haben wir nicht mitgenommen, die waren mit einem Kabel, das Kabel war so in der Mauer drin, hat er gesagt, was, das ist ja wie ein Handy mit Fußfessel. Ja, ey, ja, aber ja. Wo, dann hat er sich das Büdel so angeschaut, wo war denn da die Kamera drauf? Da war keine Kamera drauf. Ihr habt Telefone gehabt ohne Kamera? Habe ich gesagt, was hätte man denn fotografieren sollen? Das Vorzimmer die ganze Zeit, wir haben sie ja nicht mitnehmen können. Ah ja, komisch. Habt ihr nichts fotografiert? Ich kenne doch von dir Kinderfotos, Papa. Ja. Das waren Extra-Kameras, wie mühsam. Und ich sage, ja, na, da habt ihr immer zwei Sachen mitnehmen müssen. Nas-Telefon haben wir ja eh nicht mitnehmen können. Ah ja, stimmt ja.
Ich habe ihm dann auch erklärt, wie wir früher Kameras benutzt haben. Ganz anders, als die Leute das heute machen. Wir haben eine Kamera mitgehabt, aber nicht immer. Nicht permanent. Ich habe damals mit der Kamera nie irgendwo ein Essen fotografiert. Gut, es wäre deppert gewesen, ich hätte ja nicht gewusst, wo ich es hinstellen soll. Also auf Facebook. Also du kannst es ja nur fotografieren und dann beim Fenster immer auslernen und wenn wer vorbeikommt, schau mal, das habe ich heute zum Mittagessen. Schau. Naja, was willst du denn sonst? Der muss dann immer vorbeigehen und sagen, I like. Nein, ich hab versucht, es ihm dann zu erklären. Ich habe gesagt, Timmy, das war früher so, wir haben es halt hauptsächlich auf Urlaub mitgenommen, weil im Urlaub haben wir besondere Dinge gesehen. Wir hatten ja noch kein Internet. Ich habe nicht gewusst, wie irgendwelche Kirchen ausgeschaut haben in Barcelona. Dann bin ich halt hingegangen und gesagt, Jesus, die Sagrada Familia, bist du deppert, ist die schön. Dann habe ich die Kamera genommen und dann habe ich gemerkt, ich muss viel weiter zurückgehen, Alter, boah. Und dann habe ich die Kirchen fotografiert und daheim habe ich gesagt, schaut, das ist die Kirche in Barcelona. Und alle haben gesagt, oh, schaut das schön aus. Das machen sie heute nicht mehr. Heute fotografieren sie ja quasi immer sich selber zuerst. Also, na oder? Es gibt doch kein, ich glaube nicht, dass irgendwer mit einem Handy einmal einfach nur ein Foto macht von der Kirche in Barcelona. Da muss er mindestens davor stehen. So, ich davor. So. Und daheim kannst du immer sagen, schau, das bin ich vor, weiß ich jetzt nicht mehr. Und da bin ich vor, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und das bin auch ich, was ist dahinter? Irgendwas Schönes, da war was Schönes. Aber ich bin es auf jeden Fall. Wahnsinn. Aber bitte, die Jugendlichen brauchen das heutzutage. Es fördert auch die Wirtschaft, habe ich mitgekriegt. Es gibt jetzt neue Dinge, Selfie-Stick, habe ich lange nicht gewusst, was das sein soll, Selfie-Stick. Nein, ich habe es irgendwann einmal gehört, es gibt jetzt Selfie-Sticks. Kauf dir doch ein Selfie-Stick, habe ich mir gedacht, ja, du wirst keinen brauchen. Okay, dann habe ich lange überlegt, was könnte das sein, ein Selfie-Stick, was kann das sein? Ich habe glaubt, ein modernes Wort für Vibrator, Selfie-Stick. Irgendwer hat dann gesagt, ja, den kannst du immer mitnehmen und dann kannst du ihn verlängern. Ah, cool, ja, na, ist ja klar, ja. Klar. Wenn du hinten drauf drückst, löst es vorne aus. Alles klar, passt, so genau. Muss ich's gar nicht. Ich bin erst draufgekommen in der U-Bahn. Ich bin in der U-Bahn gesessen, ich bin ja einer der wenigen, die in der U-Bahn noch lesen. Ich habe keine Stöppel in den Ohren. Seit diesem Erlebnis schon, weil ich will solche Sachen nicht hören. Hinter mir sind, glaube ich, zwei Mädels gesessen, die waren vielleicht 16, ich glaube eher 14. Die eine hat zur anderen auf jeden Fall gesagt, du hast deinen Selfie-Stick mit. Da habe ich mir schon gedacht, 14, bisschen jung, aber was weiß ich. Und es geht mir auch gar nichts an. Die andere hat gesagt, ja, den habe ich immer mit, der ist immer in der Tasche. Okay, wenn das hygienisch ist, warum bitte? Dann hat die andere gesagt, borgst man. Dann hat aber die erste wieder gesagt, jetzt? Ja, ich brauche ihn jetzt. Haben wir doch, na, so Kinder, also jetzt. Dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, nein, das sicher nicht, also nicht hier. Und dann haben sie mir erst erklärt, was ist. Ah, ja, okay, ja, super, ja, gut. Ja, verstehe, na, bitte, wenn es hilft. Das ist irgendwie ein Wahnsinn, oder? Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt erst 5 Minuten da und habe das Gefühl, ich habe schon eine Dreiviertelstunde geredet. Nein, das ist, wo ich versuche, die Zeit wieder einzuholen. Kann man zu viel reden? Kann man zu viel reden? Nein. Na, natürlich. Frauen sagen immer, na. Na, kann man nicht. Kann ich machen. Es war heute schon so viel Männerbashing, da kann ich ein bisschen auf die Frauen hinhauen. Das ist. Schau, 4 Männer. Bravo. Nein, es gibt schon Situationen, wo ich mir denke, oh ja, da könnte man mehr reden. Ich denke mir es immer bei Eisgeschäften zum Beispiel. So bei Eisgeschäften, also wenn ich mir ein Eis hole, wenn es so Frühling anfängt und ich denke mir, hey, das erste Eis, ich hole mir es vom Schwedenplatz, ich mag halt das Eis vom Schwedenplatz und ich komme immer drauf, ja, das denken sie genau 10.000 andere in derselben Minute wie. Oder man kommt doch immer hin, du hast dort 25 Kilometer Schlange, weil irgendein Trottel steht vorne und macht, boah, das Grüne, Pistazie, nein, Pistazie mag ich nicht, nein. Und grün gefällt mir auch nicht, weil da steht man nach hinten und denkt sich, Alter, du weiter, du hast gut eine Stunde Zeit gehabt, dass du überlegst, was du nimmst, wirklich, ist doch zu blöd, man wird so grantig, ich nicht. Ich habe gelernt aus den vielen Sommern davor, ich nehme mir mittlerweile, wann immer denke, ich hole mir jetzt ein Eis, speziell vom Schwedenplatz, nehme ich mir ein Buch mit. Ich nütze die Zeit, was ich dort schon ausgelesen habe an Büchern, das letzte Mal habe ich mitgenommen, Krieg und Frieden. Und zwar, ja, Band 1 und 2, ich habe beide fertig gelesen. Das ist toll, weil Lesen, ich weiß ja nicht, die Jungen wissen es vielleicht nicht so, aber Lesen ist so.
du hast so deine eigene Fantasie, du kommst so rein in dieses Buch, du stehst in dieser Schlange und vergisst alles um dich herum. Du kannst dich identifizieren, zuerst mit der einen Figur, dann mit der anderen Figur. Währenddessen verrinnt die Zeit. Du gehst quasi mit, ohne dass du das merkst, aber du lernst zu viel, du siehst zu viel, obwohl ja gar nichts zum Sehen ist. Aber in dir baut sich was auf, bis zu dem Moment, wo du ganz vorne stehst und der zu dir sagt, so, sieh, und du sagst, nein, Freunde, das habe ich nur gesagt wegen der Point, ich doch nicht. Wie kannst du aufwecken um 4 in der Früh? Ich sage Haselnuss, Stracciatella und Vanille. Immer Haselnuss, Stracciatella und Vanille. Das Blöde ist nur, der sagt dann Stanitzel oder Becher. Ja, da bin ich auch nicht so super. Ich bin manchmal nicht super. Ich zum Beispiel brauche Ö3. Ich weiß gar nicht, darf man da herin Ö3 sagen? Nein, darf man nicht, gell? Ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen da herin gibt, die gar nicht wissen, was Ö3 ist. Was ist Ö3? So, dass sie verrät Ö1, meint er. Nein, es gibt noch einen Radiosender. Also, okay, das können Sie jetzt nicht wissen. Na, Sie sind ja doch die intellektuelle Oberschicht. Es ist so, es gibt außer Ö1 und Arte, es gibt noch Programme. Also es gibt zum Beispiel Ö3. Ö3 ist auch ein Radiosender. Ja, Ö3 ist Radiosender, weniger, weil senden kannst du eigentlich nur Inhalt. Also, es ist so, nein, der ist auch nicht für Sie, der ist ja gar nicht für Sie. Aber wenn Sie mal Zeit haben und Lust, dann suchen Sie mal Ö3 und bleiben Sie kurz drauf. Das ist wirklich lustig. Man hat eigentlich innerhalb von 3 Minuten, weiß man eh, was die machen. Weil, also der ist mehr für so Dumpfgummis wie für mich. Ich weiß oft nicht, wenn ich Musik höre, denke ich mir oft, was ist denn das, wo kommt das her, wer macht denn da die Musik? Darum sagt Ö3 zum Beispiel nach jedem Lied, sagen die, Hitradio Ö3, dann war sie wieder, ah ja, genau, ja, Ö3 ist das, ah ja, was ist denn Ö3, was machen die? Die sagen nie nur Hitradio Ö3, die sagen immer dazu, wir spielen die Hits, dann kenne ich mich wieder aus. Oder die sagen zum Beispiel stündlich Nachrichten, stündlich. Können Sie sich das vorstellen? Ich wette, Sie sind Menschen, wenn man Ihnen um 9 was sagt, um 10 wissen Sie es noch. Wir nicht. Ich bin so ein Dumpfgummi, wenn man in der Früh die Monika die Tabletten nicht in der richtigen Reihenfolge hinlegt, ich schwöre Ihnen, ich weiß gar nicht, was los ist in der Welt. Oder das Wetter. Sie schauen doch wahrscheinlich raus und reimen sich zusammen, oder? Sie sehen da draußen, gehen Leute kurzärmlich, dann denken sie sich, na, so kalt wird es nicht sein. Oder wenn es einmal runterregnet, Sie werden das erkennen als Regen. Ich weiß es manchmal nicht. Ich denke mir, was ist denn da auf der Fensterscheibe? Ob der Nachbar mit dem Schlauch umspritzt oder was? Da brauche ich Ö3, weil Ö3 sagt dann immer, hilfreich für Dumpfgummis wie mich, heute regnet es. Voll nett. Das Blöde ist nur, wenn die nur sagen, heute regnet es, wüsste ich nicht, was ich tun soll. Drum, Ö3 sagt nie nur, heute regnet es. Die geben immer Lebenshilfe. Die sagen immer, heute regnet es, da hast du wieder einen Schirm mitnehmen. Dann kenne ich mich aus, nehme meinen Schirm, dann denke ich mir, wer hat denn das jetzt gesagt? Hitradio Ö3, dann kann ich ausgehen und bin zufrieden. Das ist Ö3. Die sagen so viel, damit wir Dumpfgummis uns auskennen. Es ist voll nett, wenn Sie mit der U-Bahn fahren. Fahren Sie mal mit der U-Bahn. Jetzt kosten die Treibstoffpreise sind eh so hoch. Da werden Sie das auch merken, da treffen Sie auf andere Dumpfgummis. Wir Dumpfgummis versuchen auch respektvoll, höflich und nie überfordernd mit dem anderen Dumpfgummi umzugehen. Also wir würden, so Wiener, so richtige Wiener, ja, die würden einem anderen Wiener nie einfach was so direkt erzählen. Die müssen das immer ankündigen. Die müssen immer vor, weil der weiß sonst überhaupt nicht, was gerade passiert. Darum ist ja meistens, der erste Satz bei einer Erzählung zwischen zwei Wienern ist ja meistens, jetzt werde ich da was sagen. Damit der andere weiß, was jetzt gleich passieren wird. Das Blöde ist halt, wenn du jetzt nur sagst, jetzt werde ich da was sagen, ist das so, wie wenn Ö3 nur sagt, heute regnet es. Du weißt nicht, was du selber machen musst. Diese Anweisung, nimm einen Schirm mit, die fällt noch. Darum ist immer der zweite Satz, huch zu. Dann sicht aber der andere hat 2 Ohren und was der doppelt hält besser, also ist dann der dritte Satz, pass einmal auf. Und weil er weiß, dass der andere jetzt mittlerweile vergessen hat, warum muss ich zuhören und aufpassen, was passiert jetzt gleich, ist der letzte Satz, das sagt er nämlich ich.
Das ist immer so. In der U-Bahn werden Sie nichts anderes hören. Jetzt werde ich da was sagen. Hochtour, pass einmal auf, das sagt dann nämlich ich. Und dann kommen so wichtige Informationen wie, heut rennt's. Dann kann der andere darauf antworten, jetzt werde ich was sagen. Hochtour, jetzt pass du einmal auf, was das sagt dann nämlich ich. Da hast du wieder einen Schirm mitnehmen. Jetzt stellen Sie nach vor, Ö3 gab es nicht, die hätten nichts zum Reden, die zwei. Das ist wichtig, das ist da ist es auch schön, dass so viel geredet wird. Das freut mich dann schon. Das sind auch Sätze, die ich verstehe, da heute noch mit. Jungen Müttern kenne ich mich manchmal nicht aus. Da weiß ich nicht, was ist mit denen los. Ich verstehe die Sätze prinzipiell, aber ich weiß nicht, warum sie es ins Kind hinein sagen. Also, sie sagen es ins Kind hinein, von oben, die reden von oben, die haben ihre kleinen Kinder mit und ich schaue manchmal und denke mir, haben die Kinder da oben ein Mikro und sind die Augen irgendwie Lautsprecher oder warum redet die von oben in das Kind? Ich sage Ihnen, was ich meine. Burgersdorf, heute Vormittag, ich gehe spazieren mit meinem Hund, es kommt meine junge Mutter mit dem kleinen Kind entgegen und weil ich beide kenne, sage ich, hallo kleines Kind, hallo junge Mutter, wie geht's euch zwar? Schlagartig beugt sich diese Mutter zum Kind hinunter, statt dass sie mit mir redet. Ich habe die vorgestellt. Aber nein, sie redet ins Kind und sagt so Sachen wie, wir waren gerade am Spielplatz, da sind wir aufs Klettergerüst geklettert, obwohl die Mutti gesagt hat, aufpassen, dann hat sie uns runterbirnt, haben wir uns wehgetan und dann haben wir weinen müssen. Ich schwöre Ihnen, da stehst du das Mann gegenüber und denkst dir, was ist los? Wieso geht man zu zweit auf einen Spielplatz? Wieso klettern beide auf ein Klettergerüst? Wem seine Mutti hat gesagt, aufpassen, wieso birnt's beide oben und wieso blären dann beide? Ich verstehe es nicht. Aber junge Mütter reden so. Ich kenne einen Kinderarzt, der erzählt mir, das ist genauso. Da kommen Mütter mit ihren kranken Kindern ins Arztzimmer und die Frage der Mutter lautet, soll man uns ausziehen? Und er sagt immer, ist lieb, danke fürs Angebot, mir reicht's, wenn das Kind sich oben entblößt. Habe ich bei Männern so noch nie erlebt. Einmal, oh ja doch, einmal. Einmal so ähnlich, da habe ich mich auch nicht auskennt, da bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen und mir kam ein Herr mit seinem Hund entgegen und sein Hund hat sich irgendwie komisch aufgeführt und auf gleicher Höhe hat er zu mir gesagt, ja, wir sind gerade läufig. Habe ich auch nicht gewusst, wie er das macht, aber... Nein, muss ja nicht, geht mir ja nicht. Ist ja nicht dringend so, dass es mir was angeht. Ich verstehe viel nicht. Ich verstehe zum Beispiel diesen Wahn von Frauen nicht. Wir müssen so wahnsinnig schlank sein. Wir müssen irrsinnig schlank sein. Es ist mir ein Rätsel, warum Frauen, zieht euch doch keine Hosen an, wenn es dann sagt, na geh, schau her, die Problemzone. Dann nehmt kleinere Spiegeln. Wirklich, das ist, nein, ernst, Frauen haben Kästen mit einem Spiegel, der ist 8x8 Meter groß. Und dann stehen sie davor und sagen, na, wie ich ausschaue. Ja, da schaue ich auch deppert aus. Was haben wir Männer? Wir haben einen Alibert, der hört da auf. Na, sind wir deppert? Ich schaue mich an und denke mir, schau, geht eh. Ist aber nicht. Ja, und Frauen stehen doch vorm Spiegel, die stehen doch in der Früh auf, hupfen in die Jeans und sagen, nein, die Problemzone. Das ist so, Frauen, zum Abschluss. Überlegt einmal, die Problemzone, wie erkläre ich es? Ja, man darf es ja heute fast nicht mehr machen, aber angenommen, nehmen wir das Klischee, Frauen gehen an einer Baustelle vorbei, ja, und dort sind Männer und die machen dann so, ich weiß, das darf man nicht, Hashtag MeToo, sexuelle Pfiffelbeleidigung. Es kommt euch irrsinnig roh vor, aber es ist die höflichste Form der Anerkennung, die wir Männer drauf haben, wirklich. Also, Männer machen dann so. Und jetzt, meine Damen, überlegt einmal. Was ist das? Das ist die Problemzone. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der gemacht hat. Das interessiert uns nicht, wir wollen das haben. Wie sagt man so schön, Männer stehen auf Kurven, nur Hunde spielen mit Knochen. Danke vielmals, auf Wiederschauen. Tschüss. Aus. Ja, danke schön. Danke. Danke vielmals. Vielen Dank. Nein, komm, eine Sekunde zu mir. Bitte? Eine Sekunde bitte zu mir. Vielen Dank. Eine Sekunde. Zu dir. 21. Ja, du bist, danke schön. Vielleicht noch ein paar Sekunden dazu. Ja, dann, gerne. Was liest du? Also, wir wissen, beim Eisstandl liest du.
Krieg und Frieden 1 und 2, ja, in der U-Bahn. In der U-Bahn, was ich da lese? Ja, was, du hast nämlich die U-Bahn erwähnt. Die Texte der Strottern. Wirklich, wahr? Ja, ja, weil das Wunderbare ist, die Strottern sind ja nicht nur großartige Musiker, sondern in Wirklichkeit haben die Strottern so wahnsinnig viel zu sagen. Das, was die Strottern mit ihrer Musik und mit ihren Texten machen, das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke ich glaube von der ersten Sekunde an bei diesem Projekt dabei. Ich glaube, du bist jedes Mal dabei. Ich weiß gar nicht. Aber vielen, vielen Dank. Ich soll jetzt einen schönen Dank ausrichten. Bitte gerne. Ja. Dich und euch das nächste Mal zu sehen, wo, wann? Wiederschauen, hat mich gefreut. Dankeschön. Danke auch. Danke. Alles Gute. Bravo, Hans. Die Strottern. Clemens Lendl und David Müller sind die Strottern. Ihre Wiener Lieder nisten sich in Herz.